Ich glaube ja auch, dass eine Rolle spielt, dass Social Media ja sehr häufig so eine heile Welt darstellt. Also jeder postet auf Insta die schönsten Fotos, mein Haus, mein Auto, meine Familie, was auch immer. Würde es denn vielleicht helfen, wenn man auch mal ein breiteres Gefühlsspektrum da zeigt, vielleicht auch mal traurige Dinge postet, die ja auch zum Leben gehören, müssen wir da mehr Offenheit auch schaffen? Es gibt bestimmte Studien, die sagen, dass Menschen, die sich überdurchschnittlich viel auf Social Media bewegen, dass sie sich einsamer fühlen. Ja. Und die Frage ist aber, die daran oft angeschlossen wird, ob das nur der Fall ist, weil alle anderen sich so extrem sozial zeigen. Das heißt, sie posten Grillpartys, sie posten Partys, sie posten Urlaube mit Freunden. Und wenn man das als Mensch sieht, der vielleicht durchschnittlich soziale Kontakte hat, hat man das Gefühl, dass ich unterdurchschnittlich soziale Kontakte habe und mich deswegen einsamer fühle. Das heißt, dieser heile Weltgedanke, der kann auf verschiedene Art und Weise trügerisch sein, der kann neidisch machen, der kann eifersüchtig machen, der kann auch das Selbstbewusstsein angreifen, dass man sich defizitär fühlt. Ja. Und ich glaube schon, dass es mit Anspruch von Internet sein kann, eine Fortführung des Analogen auch in der Art und Weise zu sein, dass man andere Wahrheiten auch zeigt und nicht nur das, was aufgeglänzte Kataloge Wirklichkeiten sind.